Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CS2-Update. Dieses Update ging vergangene Nacht live und wir schauen da jetzt einmal drüber. Und natürlich gab es auch wieder was im Hintergrund im Geheimen gemacht wurde. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Ich sage ja direkt zu Anfang, dass ich weiß, dass es jetzt 2 oder 3 Tage später kommt, das Video. Ich musste im Vorfeld aufnehmen und hatte halt noch andere Sachen, die raus mussten. Also deswegen kommt das hier erst am heute. Zuallererst wurde bei Gameplay an der Sichtbarkeit in den HE-Granaten-Explosions gearbeitet. Ich sollte jetzt also den Gegner viel besser sehen als davor. Ich weiß nur nicht genau, wie man ihn davor gesehen hat. Das ist typisch bei solchen Updates, dass du da halt irgendwie, man spielt das Spiel fast täglich, aber solche Sachen hat man doch irgendwie nicht so im Blick, oder? Mal gucken, wie das für mich ist. Gameplay abgehakt. Hat. Beim Spectaten wurde das Hat so angepasst, dass man jetzt das Leben in Zahlen sieht. Und manches Gezuckel, das von Hat-Elementen ausgelöst wurde, wurde reduziert. Das ist mir nie aufgefallen. Als nächstes kommt Graphics. Und diese Sache, diese Dynamic Shadows, die sind bereits einigen aufgefallen. Da haben schon ein paar mit rumgespielt. Das bedeutet Folgendes. Du kannst hier in dieser neuen Option entweder All einstellen, also alle Schatten, oder Sun Only. Das heißt, nur die Spieler, die von der Sonne beleuchtet werden, wie er hier zum Beispiel, werfen einen Schatten, sowie eben auch jetzt die Bäume. Und ein Spieler wie er da hinten, der wirft keinen Schatten, weil er von einer normalen Lampe beleuchtet wird und nicht von der Sonne. Jetzt guckt hier hin, ich mache die ganze Sache wieder auf All, flupp, und schon erscheint sein Schatten. Denn jetzt zählt auch die Lampe als Lichtquelle, beziehungsweise als Schattenerzeugende, also ihr wisst schon. Man hat natürlich einen Nachteil in Gebäuden, weil du dann keine Schatten siehst, sofern du das auf Only Sun stellst. Man kann sich damit sicherlich ein paar FPS freischaufeln. Aber ob sich das lohnt, also ich glaube, man muss, wenn dann, so wie davor auch, an den Global Shadows arbeiten. Wenn du hier auf Low gehst, da merkst du auf jeden Fall einen Unterschied. Das sind einige FPS, die man dann mehr hat. Aber man kriegt dann auch einen großen Nachteil aufgedrückt. Dazu hat bei uns auf dem Discord Drunken zum Beispiel 2 Screenshots gepublished. Einmal hier aus Donut heraus Richtung Mitte auf Ancient mit Global Shadows auf hoch und im nächsten Bild Global Shadows auf niedrig. Also du siehst hier schon, dass der Schatten ordentlich abnimmt und das zählt logischerweise dann nicht nur für den Schatten von Bäumen, sondern auch für den der Spieler. Und es gibt Bereiche auf der Map, wie zum Beispiel diesen hier, da ist das natürlich fatal, wenn du diesen Schatten nicht sehen kannst. Hier ist die ganze Sache dann nochmal an für alles und ich wechsle von High auf Low. Das geht schon noch in Ordnung. Also man kann es auf jeden Fall noch gut erkennen, aber ja, natürlich bei weitem nicht so nice wie diesen Schatten hier. Vor allem, wenn ihr auf hier vorne achtet. Guckt mal hier, mein Kopf und alles, ne, die Schultern. Auf Low ist das so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Wenn also hier jemand steht und das abaimt, könnte er diesen Schatten übersehen, wenn man die Settings auf Low hat. Oder gar Sun Only, dann sieht man den gar nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall trotzdem nice, dass man die Möglichkeit hat, hier noch ein bisschen tiefer einzustellen, als es davor der Fall war. Und zu guter Letzt ist noch was an den Animationen gemacht worden. Beim Bowie Knife hast du jetzt auch die linke Hand mit am Start. Offizielle Patch Notes abgehakt. Kommen wir nun zu der immer noch offiziellen und auch öffentlichen, aber dennoch etwas versteckten neuen Textzeile. Im Vorfeld gab es bereits die Zeile Running Conflicting Software. Nun wurde ganz frisch Running Banned Software hinzugefügt. Also Running Software that modifies Steam Behavior. Software, die das Verhalten von Steam verändert oder modifiziert. Der User erhält dann daraufhin folgende Nachricht. Steam hat Software XY erkannt. Diese ist eine Drittanbieter-Software, die Steam modifiziert, um zum Beispiel Security-Maßnahmen zu umgehen oder Ownership-Checks. Diese Software ist bekannt, Steam zu crashen oder das Steam Subscriber Agreement zu verletzen bzw. intellektuellen Besitz von Dritten zu verletzen. Wenn du diese Software benutzt, kann es zu einem WAC-Bann oder einem Account-Lock führen. Bitte deinstallieren, um Steam dann wieder benutzen zu können. Das klingt jetzt auf den ersten Leserich etwas kompliziert, aber heißt eigentlich nur Folgendes. Sobald irgendeine Drittanbieter-Software auf Steam und die Daten von Steam zugreift und diese verändern möchte oder irgendwas umgehen möchte, dann wird das Ganze geflaggt und das heißt deinstallieren oder du kriegst einen WAC-Bann oder dein Account wird gelockt. Das kann natürlich alles Mögliche sein, zum Beispiel solche Unlock-All-Achievement-Dinger, die sich manche kaufen oder halt runterladen und dann einmal praktisch in 2 Minuten alle Erfolge von irgendeinem Spiel freischalten. Sowas gehört natürlich gebannt bzw. gelockt, das ist ja klar. Ich meine auch, dass solche Dinge bereits im Vorfeld zu einem Bann führen konnten, aber jetzt ist wohl die Erkennung noch mal ein bisschen besser und Steam sagt dir im Vorfeld, Achtung, Vorsicht, entweder du deinstallierst den Scheiß und benutzt ihn erst gar nicht oder du bist gebumst. Und natürlich könnte das Ganze auch in Richtung Cheats gehen. Wir wissen ja, dass die Volvos schon immer gerne Cheater beobachten und die dann auch erstmal nicht bannen, sondern alle schön flaggen und retrusten und so und aber im Auge behalten und genau gucken, was sie machen. Und wenn dann Programme, Cheats und so weiter erkannt sind, könnten die jetzt in diesem Fall hier eingepflegt werden ins System. Und wenn du deinen Cheat anhast und Steam anmachen möchtest, dann sagt Steam, Erst Cheat deinstallieren und dann spielen. Natürlich hilft diese Erkennung dann fürs Erste nur bei den
Cheats, die auch auf dem PC des Cheatenden installiert sind und nichts, was extern irgendwie rumdödelt. Aber auch das will natürlich angegangen werden, diese Dinge, die direkt aktiv auf dem cheatenden PC laufen. Man könnte hier also eigentlich wieder von einem weiteren Schlag von den Volvos gegen die Cheater-Gemeinschaft sprechen. Aber natürlich auch gegen die gesamte Drittanbieter-Gemeinschaft, die halt irgendeinen Scheiß macht und Steam, wie gesagt, verändert, irgendwelche Sperren umgeht und so weiter und so fort. Ich meine, das will natürlich keiner von uns Legits, dass sowas funktioniert. Und wenn Steam dann nochmal weiter dagegen vorgeht, ist es uns natürlich recht. Der Kampf gegen die Cheater ist natürlich die ganze Zeit schon am Laufen. Unser Discord-User Pablo hat folgendes Video geteilt. Ich weiß nicht, ob das von ihm selbst ist. Hier wird schon geschrieben, easy wack live und weiter oben, glaube ich, get alive oder was? Get better cheats. Ah ja, okay. Ja, hier wurde dann wieder mal live mittendrin eine Partie abgebrochen. Es wurde jemand gebannt. Schön zu sehen, dass das nach wie vor funktioniert. Auch hier bei mir in dieser Timeline sehe ich immer wieder Leute, die das Ding hier posten, also dass ihre Kick- oder Bann-Gesuche abgenickt wurden und die Leute entfernt wurden. Das ist natürlich der geile Meile. Also vergesst nicht, wenn ihr auf irgendwelche komischen Vögel trefft, die reinschieten, dann reportet die direkt in-game. Mit viel Glück werden die einfach live gebannt und euer Spiel wird genullt. Oder sie werden dann zumindest danach entfernt. Let's go, Volvo, let's go. Und auch am Trust scheinen sie ordentlich gedreht zu haben. Dazu gibt es zwar keine offizielle Angabe von den Volvos selbst, aber in vielen Communities, vor allem auch in unserer, da habe ich es natürlich am meisten mitgekriegt, geht ein Raunen durch die Reihen und das heißt, oh mein Gott, ich habe jetzt voll den schlechten Trust, ich bin auf einmal rot oder gelb oder mein Trust ist jetzt besser geworden, ich habe viel cleanere Spiele und so weiter und so fort. Also es scheint ein ganz großes Trust-Update beziehungsweise eine Red-Trust-Welle oder ähnliches gegeben zu haben. Wir wissen ja, die Volvos, die gucken viel, bis sie dann irgendwann mal was machen, die flecken ganz viele Leute, die merken sich das, die merken sich genau, ah, der hat mal gecheatet, der sagt, ne, und dann kommen sie irgendwann rum um die Ecke und machen ihre Bannwellen oder in dem Fall jetzt dann womöglich Red-Trust-Wellen oder einfach Trust-Faktor-Anpassungen. Da scheint es, wie gesagt, ganz schön gerumpelt zu haben. Alleine heute im Stream, das ist ein kleiner Nachtrag noch, haben sich einige gemeldet live und gesagt, dass ihr Trust-Faktor plötzlich sehr, sehr schlecht sei. Oder aber, dass die Spiele, einer hat geschrieben, hey, ich bin jetzt seit ewigen Zeiten mal wieder am Start. Er ist wohl durch meine Videos hier wieder aktiv geworden, freut mich sehr. Und er meinte, die Spiele, die er jetzt hatte, die letzten, ich glaube, 2 Tage ist er da oder 4, die waren auch alle schön clean. Freut mich natürlich sehr, das zu hören. Weiter so Volvos, weiter so Community, sehr, sehr geil. Jetzt geht's noch kurz Richtung Giveaway und Livestream. Dazu noch eine Anmerkung, heute ist Mittwoch, ich weiß, und nicht Donnerstag. Der nächste Stream ist Donnerstag, 18 Uhr. Heute im Stream am Dienstag hieß es aber, ich soll dieses Video doch so früh wie möglich bitte bringen. Deswegen kommt es jetzt schon Mittwoch. Heute ist aber kein Stream, erst morgen, 18 Uhr. Kommt dann bitte ran. Dankeschön. Nach dem letzten Live-Giveaway auf Twitch möchte ich als nächstes Handschuhe raushauen. Jetzt natürlich die Frage, welche sollen es werden? Entweder die Bloodhound Gloves Chart oder die Specialist Gloves Crimson Web. Schreibt's gerne hier in die Kommentare und kommt auch gerne im Stream vorbei, weil da werden wir auf jeden Fall noch eine Umfrage machen und auch so ein bisschen reinhören, wie es so aussieht. Das war's dann soweit wieder von mir. Wir sehen uns dann jetzt gleich im Livestream ab 18 Uhr. Außer meine OP gestern war zu heftig oder wie auch immer. Ich krieg morgen, für mich ist es morgen erst, den Weisheitszahn rausgenommen. Der muss ein bisschen rausoperiert werden und vielleicht kann ich da nicht so gut labern, aber wir sehen uns bestimmt, ja. Habe ich halt so eine dicke Backe, egal. Bis Donnerstag im Stream. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fetten Mutter auf die Instagram.